Die Miniaturisierung bei elektronischen Geräten schreitet immer weiter voran. Noch befinden sich alle Bauteile nur auf der Oberfläche einer Leiterplatte. Martin Plätz vom Materials Center Leoben will das jetzt ändern. Die Idee ist, diese Komponenten in das Innere der Leiterplatte zu bringen, um Platz zu sparen und das Ganze zuverlässiger zu machen. Und das ist eine ganz neue Technologie. Normalerweise wird das verpresst in einer großen Presse, bei hohem Druck, bei hoher Temperatur. Und wenn man dann wirklich eine normale Leiterplatte verpresst, das weiß man, da hat man Erfahrung. Wenn man dann Komponenten drinnen hat, die sehr sensibel sind und leicht brechen können, dann ist das eine ganz neue Technologie und da muss man viel auch an theoretischen Überlegungen reinstecken. Oder es hilft einem einfach sehr viel, wenn man sich da was überlegt. Der Leiterplattenhersteller AT&S konnte durch die Arbeit von Martin Plätz die Einbetttechnologie bereits erfolgreich implementieren. Das Projekt war so, dass man an sich macht man Versuche mit diesen Komponenten. Man überlegt sich Versuche für diesen Einbettprozess allgemein. Und das andere, was eigentlich ich ausschließlich fast noch gemacht habe, ist Simulation dazu. Dass man sagt, man versucht das Ganze zusammenzubringen, man versucht sich zu überlegen, wie kann man das mechanisch beschreiben? Es gibt einen Harzfluss, nachdem das imprägniertes Glasgewebe ist, so eine Leiterplatte. Da fließt das Harz so ein bisschen zwischen die Komponenten und ein bisschen herum. Und das kann man simulieren. Und das ist quasi meine Arbeit gewesen. Ich habe eigentlich nie irgendwas Konkretes angegriffen aus einem Computer und die ganze Zeit eigentlich simuliert und diese Sachen. Die Computersimulation war wieder einmal das ideale Werkzeug. Weil man sehr gut Einflüsse weglassen kann. Also man kann sagen, Einfluss von, keine Ahnung, Temperatur kann man jetzt einmal ausklammern, alles andere so simulieren und man sieht, macht einen Unterschied. Das kann man bei Versuchen nur sehr schwer machen. Und wenn man dann Vorhersagen machen kann, wenn ihr das und das einstellt, dann werden die kaputt rauskommen, die Komponenten, und das bewahrheitet sich nachher auch, dann ist das sehr schön irgendwie. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Diplom-Ingenieur Dr. Martin Plätz ist mir aufgrund von dreier Dinge aufgefallen. Zum einen ist er ungeheuer begabt in allen Dingen, die mit Modellierung und Simulation in Zusammenhang stehen. Herr Dr. Plätz hat Probleme in kurzer Zeit lösen können, für die andere Monate oder auch Jahre brauchen. Das zweite ist, Herr Dr. Plätz ist ungeheuer vielseitig. Er begann ein Studium als Kunststofftechnik. Er hat dann bei uns eine Diplomarbeit über den Einbau von Keramiken in Kunststoffe geschrieben. Seine Doktorarbeit beschäftigt sich mit Metallen und Schienen und er hat jetzt eben ein Biologiestudium begonnen. Das dritte ist, dass ich als akademischer Lehrer sehr viele Diplom- und Doktorarbeiten zum Lesen bekomme. Dabei fällt auf, dass viele junge Menschen ungeheuer schlecht schreiben. Und auch die ersten Seiten, die ich von Martin bekommen habe, waren durchaus korrekturbedürftig. Nach einem Nachmittag von Gesprächen, was besser gemacht werden könnte und an wen eine Arbeit sich zu adressieren hat, hat er nur mehr hervorragend geschriebene Texte abgeliefert. Lieber Martin, ich bin sicher, du wirst einen Make machen. Du bist einer der begabtesten Schüler, die ich gehabt habe. Herzliche Gratulation zu diesem Preis.